Und ich frage mich, was gewesen wäre, wenn unser Speicherstand, falls der wirklich relevant ist, was es jetzt getan hätte für all die, die sich anders entschieden hätten, die Chloe hätten leben lassen. Wäre dann David hier trotzdem gewesen? Hätte er dann, weiß ich nicht, mehr dazu gesagt, weil dann, ne, und so? Ach, spannend, spannend. That's smart that everybody takes turns shopping. Die Einkaufsliste, was wollen denn die Leute so? Studentenfutter, finde ich gut. Choco Crisps, Fußpuder, okay. Asa, was tust du so in deiner Freizeit? Shea Butter, Ibuprofen. Ich glaube tatsächlich, dass Joanne, ich glaube, die, also die sieht ziemlich krank aus. Ich weiß nicht, ob es Krebs ist, was sie vielleicht hat, weil sie ja auch so eine Andeutung gemacht hat mit dem Tod jeden Tag und so. Aber das können natürlich auch die Ibuprofen erklären, dass sie vielleicht immer was gegen die Schmerzen braucht. Okay, wer ist Priya? Priya braucht anscheinend Kondome. Okay. Katzentrockenfutter. Es gibt eine Katze? Oh. Okay. So, die Einkaufsliste. Okay, den Rest hatten wir uns hier alles schon angeguckt. Big Ten, ne? Ja. Okay. Made him feel so happy. Das haben wir quasi alles so ein bisschen vorweggenommen. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Kleidung aufräumen können wir noch machen. Irgendwas, was neu ist. Ich dachte, er schiebt das jetzt unter das Bett. Okay, das wäre gar nicht gegangen, aber das wäre natürlich jetzt auch cool gewesen. So, räume. Oh, warte. Und jetzt kann ich mir was ansehen. Eine Kiste. She was that close. Sucks she had to pay all that money back. Sehr geehrte Mrs. Reynolds, entsprechend unserer Unterhaltung am 10. Juni und ihres Unvermögens ihr Poesiemanuskript O. Der andere Weg zum vertraglich festgelegten Zeitpunkt beim Blalala einzureichen. Bereuen wir es, Sie darüber zu informieren, dass dieser Vertragsbruch bedeutet, dass wir die Sammlung nicht länger als Teil unserer Reihe neue Poeten herausbringen werden. Oh nein. Schade. Oh, und sie hat einen Vorschuss von $10,000 bekommen. Ach nee, Moment, Erstattung. Ach so, okay, sie hat den Vorschuss schon bekommen, muss den Vorschuss jetzt erstatten. Ach Mensch. Ach, Karen. Ja, okay, sie hat also ihr Manuskript irgendwie nicht, Is that the same person who wrote her back in Beaver Creek? Was haben wir hier? Hey, Mitbewohnerin. Ja, ich weiß, New York im August ist beschissen heiß. Du meintest, du magst die Hitze, doch meine Wohnung unter dem Dach kann echt erdrückend sein. Ich will es nicht unter die Nase reiben, aber Aspen ist mein neues Zuhause für den Sommer. Tagestemperatur 21 Grad und Jacuzzi am Abend. Anthonys Heim ist eher eine Skihütte. Nächstes Mal kannst du vielleicht mitkommen. Zuflucht für die Poetin. Das beste Heilmittel für deine Schreibblockade. Und bitte sag mir, wann du mir die Miete für August zurückzahlen kannst. Die brauche ich unbedingt für nächsten Monat. Und hier in Aspen. Ich sehe dich am 5. September statt am 4., also sei bitte angezogen, okay? Halt dich fern von Ärger und denk diesmal dran, meine Babys zu gießen. Emma. Emma, Emma, Emma. Okay, Emma. Unser Bett. So good to have a home. Ja, okay, das hatte ich auch schon, ich erinnere mich. Again. Cassidys Brief habe ich... And a real bed. Vielleicht kann ich ja jetzt ein bisschen mehr mit dem Laptop machen, mit dem USB-Stick machen, oder nicht? Hey, Dad. Ne, anscheinend nicht. Ich bin halt immer noch so irritiert, dass ich den USB-Stick überprüfen und ihn benutzen kann. Okay, die Augenarznei, Schlange und so weiter. Ach, stehen da Schlangen, was? Schlangenhaken, ja. Okay. Rucksack ist klar, Gedichte ist klar, haben wir alles schon im Brief. Letting us invade her space. After all these years. Okay. That's something. Admit, I do miss that Pacific Northwest weather sometimes. Yeah, I bet. You've been here over a month now. What do you think of our little oasis? Es ist schon cool, muss ich sagen. Es ist eine andere Welt, zu abgelegen für mich. Alle sind cool. Ich würde sagen, es ist schon eine andere Welt. Es ist so. This place is like another world. Don't even know how to describe it. I think you just did. It has a unique atmosphere. That's why people come here from all over the country for their own reasons. Not perfect, but it works. Ihr lebt als Außenseiter, so friedlich hier. Es ist friedlich hier. It is so peaceful out here. Guess that's what everybody's really looking for. Oh ja. Peace. You're probably right. Yes, I still feel like we're really privileged out here.
There's bad shit going on in this desert. Yeah. I don't think you can ever really get away from everything. You can't escape reality. Even here. We just live slightly apart from it. Ich könnte hier nicht leben. Wie hast du diesen Ort gefunden? Ja. So, how did you end up here? This place is not on the map. Like most of us, I was first brought here by someone. Maggie. After I failed to make it in New York, I was lucky enough to meet her down in Florida. She's had a tough life. This place was her getaway. She's long gone now, but her name is still written all over this place. Well, thanks for bringing us here. Oh, Sean. I'm glad I was able to help you. By the way, can you grab your brother so we can all talk? Is everything okay? Yeah, I just thought we could spend this day together. Just the three of us. Das klingt, als würde sie weggehen, oder als würden wir weggehen. Big brother to Superwolf. We need you at Karen's trailer. Copy? Sure. I mean, 10-4. Sie sieht irgendwie ein bisschen beunruhigt, besorgt, vielleicht auch ein bisschen, ja, melancholisch aus. Hola, compadre. How about a trek around the canyon today? You in? Totally. Let's pack then. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, ich weiß, dass wir eh noch gehen. Wir müssen ja irgendwie noch zu dieser Mauer kommen, die wir im Teaser gesehen haben. Also zur, ne, zur mexikanischen Border. Aber irgendwie ist es schon so ein bisschen, als wenn sie jetzt hier einen auf Abschied macht. So quasi, lasst uns nochmal den letzten Tag zusammen verbringen und ja, dann könnt ihr auch wieder gehen. Obwohl ich nicht, ich glaube nicht, dass sie uns rausschmeißt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie zu uns sagt, so und jetzt müsst ihr gehen oder so. Ich glaube tatsächlich, dass die Initiative von Sean kommt, dass wir vielleicht Daniel noch ein bisschen überzeugen müssen, weil der es, glaube ich, ganz cool hier findet. Na, mal schauen. Ich finde den Ort eigentlich schon ganz cool und ich frage mich, warum Sean halt wirklich so versessen darauf ist, nach Puerto Lobos zu kommen. Ich meine, klar, da ist die Familie und so, ne, aber... Naja, mal gucken. And the car's just half a mile down the path. This place makes for a pretty cool bedroom, though. Man, I'm beat. Oh, sorry. Just got one last thing to show you guys. I can't get enough of this place. Come on, Daniel. Give me your hand. Na, was willst du uns denn zeigen? Slow down, Mom. You walk too fast. More walk, less talk. Then you'll pass me up. Guys, check this out. Yeah. Now this is nature's art. What then? Ooh. It's so big. And pretty. And so quiet. Except for the birds of prey. Shh. Listen. Serious? If we're lucky, yeah. Mm-hmm. Ow! Mm-hmm. Ow! Ow! Uh-oh. I hear a wolf. Mm-hmm. Better be careful of hunters out here. The Wolf Brothers can't be trapped. You'd help us. You must hide all the time, Mom. There's not a lot to do, but it's enough for me. Good thing Joanne likes to come with me. Oh, I bet she would be fun to go hiking with. Well, not when I go too fast. She's all about the journey. We usually find a good case. Usually. Joanne is like Sean. A bit they of us? Make art so they stop to look at stuff. You're way more like me. Fast. Yeah, I am like you, Daniel. So let's hurry up. Und ab. Hallo, ab. Okay. Und weiter geht's. Oh, ich glaube, ich würde komplett zusammenbrechen, wenn ich hier oben ist, ey. Meine Kondition reicht gerade mal für einen kleinen Hügel vielleicht.
So. Oh, ich denke mal, ich kann hier vielleicht noch irgendwas finden oder so, aber ich möchte jetzt halt auch nicht jede Ecke hier umgraben. Und jetzt ist es eh dunkel. Gucken wir mal. Oh, das sieht jetzt schon sehr, sehr schön aus. Da hat Mutti, glaube ich, eine gute Idee gehabt. I love to come here to get away from... away. I bet. It's the best spot. Let's sit down. So, hey, I do appreciate that you guys stuck around this long. Thank you. Haben dich besser kennengelernt, du hast uns viel geholfen. Bereust du dein Gehen? Wir haben dich besser kennengelernt. It was good to get to know you better. See your life. This place is pretty cool. It's like Fury Road, but nicer. I got to learn about living in a desert. Hiking canyons, counting stars. You're a natural born explorer. It's hard to believe you two are actually out here with me. I was lucky we had this chance. Just know I love both of you so much. And I'm proud of who you are. And where you're going. Du könntest mit uns kommen. Glaubst du, wir schaffen es? Oh Gott. Ich glaube, ich möchte dieses Thema eigentlich nicht wieder aufrollen. Be honest. Do you think we'll make it to Mexico? You made it this far. Going through hell. I hope so, Sean. I hope so too. You both deserve it. But I have to be upfront with both of you. What happened in Haven Point is catching up on us. Huh? What do you mean? When we were in town, we saw some stories in the papers. The feds are definitely tracking us down in the region. Shit. Also müssen wir weg. And they'll find us. Okay. Well. Figures. This can last forever. So. This is it? See you, Nana. We'll leave tomorrow. Daran habe ich jetzt natürlich gar nicht mehr gedacht, dass uns ja auch irgendjemand verfolgen könnte. Ich dachte, wir gehen so aus freien Stücken, aber okay, jetzt sind wir natürlich gezwungen zu gehen. That's why I brought you back here. I made these for the 4th of July, but this is better. Oh, I love those things. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das so eine Art Feuerwerk oder was wird das jetzt? Ah, das sind awesome. So eine, hier. Cool. Ach, wie nennt man die denn nochmal? Let's light up the sky. Nennt man die einfach so irgendwie Leuchtlaternen oder irgendwie so ein Kram? Ich habe keine Ahnung, aber, oh, es ist schön. Oh. Oh. Ach Gott. In Deutschland sind die, glaube ich, verboten, soweit ich weiß. Aber das sieht echt, es sieht schon echt schön aus. Ich kann verstehen, warum sie verboten sind tatsächlich, aber es ist schon echt schön. Oh. Thank you.
da werde ich ja jetzt auch ein bisschen, kriege jetzt auch ein bisschen Abschiedsschmerz hier. Ey. Ah. Irgendwie so eine Szene mit irgendwelchen Leuchten oder so geht halt immer. Das macht irgendwie die Szene automatisch gleich wunderschön. Egal, ob es irgendwie so eine Lichterketten sind oder irgendwas, was leuchtet. Oder ein Feuerwerk hätte es jetzt vielleicht auch getan, obwohl das wäre ein bisschen zu feierlich gewesen vielleicht. Aber das war schon... Ach ja. Und jetzt haben wir den großen Tag der Abreise. Schade, ich hätte gerne nochmal mit David gesprochen. Ihn so ein bisschen ausgequetscht. Aber es scheint, als würden wir jetzt wahrscheinlich direkt aufbrechen. Unser Auto scheint schon gepackt. Ich denke mal, es wird das Auto sein, was wir nehmen. Wir werden ja sicherlich nicht zu Fuß gehen, oder? Are you guys all set up to leave? No. So that's we have to leave again. I think I'm kind of scared. Oh, honey. Wie weit weg ist die Grenze? Was wirst du jetzt tun? Wie weit weg ist die Grenze? How far is the border? Not that far. Maybe a 5 or 6 hours drive. It won't be easy crossing that border. So I'm gonna give you a head start on the police. Wait, how? What's your plan? The cops are after me too for what happened in Nevada. So they can catch me instead of you. Part of us. Fair trade. Mom, we'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. Okay. Danke, das musst du nicht. You don't have to do this, Karen. I let you guys down before. Not this time. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. And I feel the same today. I tried to live by my own rules, no matter what. I don't expect you boys to be like me. But try to stay true to yourselves. This is your life. Don't let anybody get in the way. So hat Papa uns nicht erzogen. Wir tun, was immer nötig ist. Puh. I don't know. Dad didn't raise us this way. He was a rebel, but he wasn't a criminal. He didn't teach us to say, fuck it. Esteban had a lot more faith in the system than me. I had to do shit my own way. Look, I only want you and Daniel to get what you deserve. Die Frage ist, was verdient man wirklich, ne? Okay. This is the last roundup. Wait, let me say bye to Joanne. All right. I'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. You should go see David. Oh ja. He has something for you. Ja, bitte. Lass mich zu David. Ich will zu David. Ach ja. Vielleicht ist das ja irgendwie auch so eine Art, also vielleicht, ohne jetzt zu viel zu sagen, so, aber dass Karen jetzt eben, oh, wir haben Geld bekommen. Quasi, dass Karen ihnen halt so viel Schmerz bereitet hat und sie so viele Jahre allein gelassen hat, dass sie das jetzt vielleicht alles wieder gut machen kann, indem sie ihnen halt wieder ein Leben gibt oder ihnen hilft, ein neues Leben zu finden. Klingt zwar sehr, 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 ja, wie sagt man, poetisch, aber mal gucken. Vielleicht ist es ja so. Wir schreiben auf jeden Fall Karen. Also ich finde, wir sollten ihr irgendeinen Brief hinterlassen. Hey Mama. Wir kommen, komm, wir machen es jetzt richtig, wir... Hey, Mom. I know you're better with words than me, but... Still,
Here it goes. Ich glaube, ich verstehe dich endlich. Danke für Daniel. Danke für Daniel. Ich glaube, ich verstehe dich. Wir machen ihr mal kommen, weil das jetzt wirklich das letzte Mal. Wir haben unseren Dämonen jetzt abgeschlossen. I think I get why you are who you are. Maybe we're not that different. Ach, ich find's cool, dass ich dir mitschreiben kann. Gib deine Freiheit nicht auf. Sorry für die Schwierigkeiten. Gib deine Freiheit nicht auf. Schwierig. I'm sorry for getting you into trouble. You've done your best for us. And don't deserve what's coming. We'll make up for it. One day. Once the dust has settled. Take care. And talk soon. Sean. Ach, guck mal, da ist unser Brief. Ich finde es halt schon legitim, dass sie jetzt quasi... Also ich finde es auch schade, dass sie vielleicht dann ins Gefängnis muss, aber ich finde, es passiert hinter einem guten Grund, also vor einem guten Grund. Nämlich quasi für die Freiheit ihrer Söhne. Und das ist doch so lassen. Das ist doch eigentlich, ist doch in Ordnung. So. Zeitung. Ach so, sie hat die Zeitung nochmal direkt. Look at that. Police. They won't ever leave us alone. Ja. Ja, das ist ja eigentlich klar. Kann ich jetzt vielleicht noch was mit dem USB-Stick machen? Das wurmt mich so mit diesem USB-Stick. Oh, der Laptop ist weg. Okay. Also doch nichts mit USB-Stick. Oh. Warte, was haben wir hier? Okay, dude. Don't forget about David. Ja, ja, ich gehe zu David. David, where are you? Hallo? Alpha-Wand? Hier war er, glaube ich, ne? Ja. Musik.